Da ist der Pulver bis zur Nase. Pulver bis zur Nase. Das ist vermutlich der Traum eines jeden Freeriders und Skibergsteigers. Im Aufstieg in einer atemberaubenden, einsamen Landschaft unterwegs sein und die Abfahrt im genialen Pulver genießen. Genau der Traum ließ mich wieder zum Kind werden, als mich Flo besuchte und zu mir Folgendes sagte. Francesco, schau mal beim Fenster raus. Es hat geschneit! Es hat geschneit! Es hat geschneit! Darf ich in den Wald spielen gehen? Ja, mein Bub, geh spielen! Ja, Pulver! Aber spring nicht aus dem Fenster! Also fuhren wir nach Osttirol und trafen unseren Pulverpapst, den Pulver Paul Sodermin, der weithin bekannt dafür ist, dass er immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, um das weiße Gold zu finden. Halt das auf. Wow. Pulver. Pulverhammer, willkommen zu diesem Video. Neben mir ist der Pulver Paul. Paul, sag einmal, wo sind wir heute? Was ja, machen wir? Ich möchte kaum glauben, wir sind im Pulverschnee. Wir sind in Osttirol am Dessenberg. Es ist herrlich. Wir haben die Spur zuerst allein gezogen. Jetzt haben wir den Bäder drauf und einmischen. Und es ist herrlich. Noch ein Bier geht's, beschwingt auf und beschwingt obi. Angriff. Genau, Angriff. Pulver bis zur Nase gibt's heute. Wow! Wahnsinn, gewaltig. Schaut euch das einmal an. Ah, Wahnsinn. Wie geil, oder? So geil. Ja. Passt. Ich glaube auf 1,250 oder sowas. Ja, Distanz zu gehen. Jawohl. So schaut's aus. Haben wir wirklich Pulver? Ja. Und schaut, wie tief da oben geht. Wahnsinn. So eine Schicht, was unten gekränkt hat. Da unten ist die Schicht, was drauf gekränkt hat. Wie ist das? Ja. Okay. Gehen wir schauen. Ich sag's euch, herrlich ist das. Hubschrauber fliegt den ganzen Tag. Da oben hat's noch. Ja, Wahnsinn. Schaut euch das an. Pulver bis über die Nasen. Das wird aus. Unser Ziel war der Glinzzipf, oberhalb der Tessenberger Alm in der Nähe von Silian in Osttirol. Der Aufstieg ist entweder über eine Forststraße oder durch wunderbares Almengebiet möglich. Wir wählten das majestätische Almgebiet, das sich in seiner Winterpracht von seiner schönsten Seite zeigte. Franz! Pulver haben wir! Es ist ein Wahnsinn. Das musst du so hart verdienen, aber das ist alles das Aufgehen schon die größte Garde. Ja, wir haben heute einen Pulver. Es ist ein bisschen steirisch dabei, weil wir steirer sind, außer der Franz. Macht nichts. Ein sympathischer Kerl, ein lieber Kerl, den nehmen wir auch mit.
Kurz vor der Tessenberger Alm holte uns mit Peter ein einheimischer Hüttenbesitzer ein, der gekommen war, um seine Hütte von den Schneemassen freizuschaufeln. Oh, lecker. Hallo YouTube. Hallo Welt. Als wir bei ihm eintrafen, durften wir die Massen bei der Hütte selber begutachten. Mit Schafe. Gewaltig! Flo, wo hupfst du runter? Ja, aber mit Ski oder ohne? Ja, mit Ski natürlich. Mit Ski? Ja, sicher. Boah, das ist schon hoch. So viel Schnee. Und du hast jetzt da? Ich spring zuerst. Da ja, sicher. Ja, ja. Hey. Warte, kannst du runterfilmen? Ich schmeiße die Kamera runter, gell? Laufen dort schon. Laufen dort schon brauchst du eigentlich nur da auf die Achterwelt. Da passt es gut, ja. Pulver bis zur Nase! Juhu! Pulver! Geht das gut? Ja, voll gut, Flo. Ist ja 5 Meter Schnee. 5 Meter Schnee, da fährst du gar nicht. Ich überleg mal, ja, Schuss, was geht. Achtung! Fertig, los! Boah. Ach, so geil. Wenn er lässige Hitten hast. Doch dann passiert es. Ja, Flo, was tust denn du da? Da ist der Pulver bis zur Nase. Ja, geh mal raus da. Ja, irgendwer muss mir helfen, bitte. Boah, da ist Pulver bis zur Nase. Oh, 3 Meter Schnee in Osttirol. Gewaltig, der Pulverbali hat uns gefunden. Nach diesem Schock gab es erstmal ein Bewältigungsschnapsal. Das habe ich mir auch nicht gefragt. Na, voll geil da. Voll geil ist da. Flo trinkt nichts. Was ist, ein Marienschnapsal, oder? Ich glaube, ja. Marien ist das ja. Ah, gewaltig. Ein Osttiroler Marien. Nach dem Schnapsal ist vor der Abfahrt. Also stiegen wir noch die letzten Meter zum Gipfel auf, um den ersten richtigen Pulver der Saison so richtig genießen zu können. Die letzten Meter auf zum Gipfel. Da kannst du einfach nur sagen, es ist herrlich. Unverspurt. So da, Bergheil. Bergheil. Es hat sich ausgezahlt, da herfahren. Es hat sich wirklich ausgezahlt, das war genial. Ja. Wenn ihr Foto seht, da geht es ja in die Knie. Gell, Flo? Und Manfred, das war genial. Spitze, Bergheil wünschen wir uns und der Angriff im Pulver. Jawohl, im so schaut's aus. Und im gleichen Jahr geht's weiter im Pulver. Und zwecks die Fotos, ich verlinke unten in der Beschreibung in Paul seine Facebook-Seiten. Der steht auf Facebook immer Fotos online. Schaut's da unbedingt vorbei. Auch unten in der Beschreibung ist in Paul seine Homepage verlinkt. Bergführer, den ich wärmstens weiterempfehlen kann. Wenn ihr auf der Suche nach Pulver seid, dann ist das der einzige und richtige Mann, so schaut's aus. Wow, schaut's da aus! Ja, brutal. Pulver-Angriff! Pulver-Attacke. For a
super! Inzwischen bin ich wieder gut aus Osttirol retour gekommen. Es war ein richtig genialer Tag mit unserem Bergführer, dem Paul Sodermin, den ich wärmstens empfehlen kann. Schaut gerne unten in die Beschreibung rein, da habe ich seine Webseiten verlinkt. Wenn ihr einen guten Bergführer braucht, der immer einen Pulver findet, kontaktiert den Paul, er macht da geniale Fotos. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr zukünftig keine Videos mehr auf meinem Kanal verpassen wollt, vor allem solche Videos werdet ihr im Winter öfter sehen, dann abonniert den Kanal kostenlos. Wenn ihr im Vorab Zugriff auf die Videos haben wollt, schaut ihr gerne mal in den Mitgliederbereich rein. Da könnt ihr um 1,99 Euro im Monat bereits im Vorfeld auf die Videos werbefrei zugreifen. Ich wünsche euch alle einen guten Start in die Wintersaison. In dem Sinn, bergheil, bleibt's geil. Bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch.